Wir haben gar nichts gegen die Taz. Wir möchten eine vielfältige Zeitungslandschaft und dazu gehört auch eine linke Zeitung. Wir fordern nicht, dass sich die Taz-Redaktion auflöst. Wir fordern auch nicht das Einstellen des Druckbetriebes. Wir fordern auch nicht die Selbsttötung der Chefredakteurin der Taz, sondern wir fordern einfach nur Sensibilität, auch im Umgang mit politisch Andersdenkenden. Und besondere Sensibilität, wenn die politisch Andersdenkenden möglicherweise auch noch einen ethnisch anderen Hintergrund haben. Und warte auf die. Okay. Das ist in Anlehnung an die amerikanische Bürgerrechtsbewegung aus den 70er Jahren. Die ist auf der Straße. Darf ich noch mal bitten, kurz im Kreis zu laufen? Lass doch bitte mal den Mann hier durch. Dann darf ich jetzt bitten, einmal um den goldenen Schirm tanzen. Wir laufen noch mal im Kreis und deklamieren unseren vereinbarten Spruch. Ja? Hopp, 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 Alltags Rassismus, stopp. Hopp, 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 Alltags Rassismus, stopp. Hopp, hopp, hopp. Alltagsrassismus stoppen, gegen verkniffene Demonstrationen, für fröhliches Selbstbewusstsein liberaler Menschen. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Demo soll Freude bereiten.